So, Silber haben wir im ersten Level. Vielleicht läuft es ja im zweiten Level besser. Kann ich ja jetzt nicht sagen, aber diese Spinne einfach. Nee, ich habe einfach schon überhaupt keine Lust, diese Spinne zu bekämpfen. Das ist das Problem. Gelbe Flügel und blaue. Im Silberteich wieder. Schauen wir mal. Haben wir jetzt wieder drei Captains? Dann ist es wenigstens nicht so schlimm, dann immer rumzustehen und zu warten. Ja, aber sie stehen alle dort. Okay, hallo? Okay, danke. Wie sieht's denn aus? Dort hinten haben wir drei von den Schlabbelfiechern. Zwei Wasserschweine. Dort ist irgendwas. Ach so, ja, der Vogel. Das wird vom großen Punktkäfer bewacht. Da ist wieder eine Tür. Oh je, es ist so mega verteilt halt wieder. Okay, dort sind Bomben. Flügelpigmen, dort sind die Flügelpigmen zu Hause. Oh, allein diese Karte auswendig zu lernen. Wie gesagt, mir fehlt einfach grundlegend irgendwo die Zeit dafür, um das perfekt zu machen. Zu den Gelben kommst du ja gerade nicht, nicht wahr? Kommst du dort irgendwie rüber zu den Gelben? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, weil man kann es nicht mehr rüberwerfen, oder? Zu den Flügeln kommt man doch rein, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn man einen anderen Captain wirft. Du pflückst die. Ja, definitiv. Dort kommt man rein. Zu den Flügeln. Zu den Gelben kommt man auch rein. Okay. Du bist fertig? Wunderbar. Dann darfst du jetzt weiterhin pflücken, Alf. Und du holst dir erstmal ein paar mehr Pikmin. Was ist denn das da jetzt? Oh, nö! Ah. Na toll. Natürlich campt er das Nest von denen. Das war jetzt ein bisschen unklug. Okay, die machen gar nicht schlecht Schaden gegen das Ding. Glücklicherweise können die da nicht getötet werden, sondern bloß zurückgeschleudert. Das weiß ich. So, mitkommen. Es ist auch so, dass sie deutlich länger liegen als in jedem anderen Teil. Das ist das Problem dran. Du stehst halt da und versuchst sie zu holen und versuchst es und es passiert einfach gar nichts. Schieß. Ich hätte mit B anstürmen sollen. Ich dachte vielleicht, oh nein, jetzt ist das Ding gleich da. Ja, jetzt muss ich mich dagegen wehren. Wie soll ich denn jetzt die anderen Captains? Ich muss kämpfen. Ich kann den anderen Captains gerade eben nichts sagen. Keine Ahnung. Nee, also die Kampfsachen. Ich kann im Kampf nicht multitaskingfähig sein. Ich kann jetzt nicht sagen, ey, ich geh jetzt rüber zu den Gelben und guck mal, was die so treiben. Könnt ihr bitte mitkommen, danke. Ich wollte mir einfach bloß ein paar Blaue holen. Aber dann nimmt mich halt das Ding unter Beschuss. Und sie werden halt noch. Okay, Glück gehabt. Ach, das Ding ist gleich tot. Endlich. Hat mich jetzt bloß 2 Minuten gekostet. Um überhaupt irgendwann mal was zu machen. So, nimm das mit. Wieso machst du nichts? Da kämpft nochmal irgendwo eins. Dort hinten. So, ihr nehmt das mit. Du stehst hier dann so an der Seite, dass die Pikmin mitnehmen kannst. Okay. Flügelpikmin, ihr könnt die Brücke bauen. Das schafft ihr doch, oder? Danke. Wenigstens dafür seid ihr fähig. Das Pallet. Die Brücke führt dort rüber. Ich weiß nicht, ob die den Punktkäfer erledigen können. Das ist das Problem. Du pflückst gerade eben. Habe ich jetzt noch eins im Wasser? Nee. Ach, die sind immer noch nicht. Wo kommt das Flügelpigment jetzt her? Du sollst hier arbeiten. So, und wieder warten. Ja, mit 16 Gelbe, das wird niemals reichen für einen Punktkäfer. Aber er pennt da ja nur. Das ist ja nicht schlimm, dass er dort steht. Darf er ja. Flügel arbeiten. Ihr seid mal aktiv. Da ist noch eins verbuddelt, naja. Nicht so schlimm. Wir können mit dem Blauen jetzt mal die Gelben retten, das würde funktionieren. Naja. Ich habe komischerweise wieder einen Flügel eingesammelt. Ich weiß nicht, woher.
dort rüber. Ich hätte sie mit B draufschicken sollen. Das war wieder dämlich. So, da ist ein Punktkäfer, ob wir den erwischen können. Go, go, go. Es könnte reichen. Wenn ihr alle herkommt. Ja, es ist sehr viel sinnvoller, die kurz wegzuholen und dann wieder hin. Oh, krass. Gelbe. Seid ihr richtig schnell heute. Was ist los? So kenne ich euch gar nicht. So, du kannst währenddessen den Punktkäfer töten. Das hat gerade ebenso gut funktioniert. Darfst du jetzt nochmal machen. Auch wenn wir jetzt weniger Pikmin haben. Schauen mal, ob es funktionieren wird. Ah, es ist immer noch gut unter der Hälfte. Was passiert, wenn ich jetzt einmal die Pikmins draufgehen lasse wieder? Dann sind sie alle tot, weil sie einfach viel zu blöd sind. So, ihr dürft das Ding mitnehmen. Heute muss euer Glückstag sein. Und ihr dürft das hier machen. Die Gelben dürfen hier drauf. Die müssen das dann eh erledigen. Blau, Flügel. Mitkommen. Ihr habt jetzt die Brücke dort hinten. Was ist denn dort? Ach, zwei Wasserschweine. Wasserschweine gegen Flügel? Ich habe keine Ahnung, wie das ausgehen wird. Andererseits müssen wir hier auch irgendwann mal entlang. Du kannst die Dinger besiegen. Das geht ja dementsprechend gut, weil die ja keine Blitzpigment töten können. Ah, aber sie können angreifen. Nein! Oh Gott. Wenn man halt ganz normal von ihnen wegläuft, das ist so fies. Die Bomben sind doch bestimmt für den Vogel, oder? Kann es mir fast nicht anders vorstellen. Bloß keine Bombe hinwerfen. Was machen die Blauen eigentlich gerade? Die bauen die Brücke, okay. Yay, ihr habt's geschafft. Flügel darf das hier mitnehmen. Und ihr kommt mit. Wir erledigen jetzt nämlich den Vogel. Boah. Das reicht wieder bloß gerade eben auf Silber. Ich hoffe echt mal, dass die... Oh Gott, wie viel? Das braucht viel zu viele Flügel-Pikmin, um dorthin zu kommen. Das ist das Problem. So, du kannst die pflücken. Oh, sind die Blauen echt... Sind immer noch dran. Ah, dort unten sind ewig viele Blaue, deswegen. Ich muss dort runter, das ist das Problem. Die Blauen brauche ich für die Schweinchen. Dort im Wasser sind auch noch mehr. Ah, je. Das wird wieder nichts. Ich versuche jetzt den Vogel zu töten für Silber. Wie gesagt, mehr als Silber. Nee. Es wird überhaupt nichts. Vielleicht beim zweiten Mal dann jetzt nochmal. Versuch's ja definitiv nochmal. Aber ich sehe es noch nicht. So, guten Tag, Vogel. Hat das überhaupt Schaden? Ach, das macht überhaupt keinen Schaden. Kann er die Bomben... Ich nehme aber bloß Bomben-Pikmin mit. Ey, du. Ich gebe dir ein Geschenk. Sollte reichen, oder? Schnapp's dir. Yes. Okay, das reicht sogar. Wenn er so dämlich ist und drei Bomben-Pikmin nacheinander frisst, selber schuld. Die ganzen Pikmin. Na gut, du kannst dort runtergehen und die nochmal töten. Der frisst die, der ist auf Autopilot. Ich hoffe es zumindest, dass er das tut. Hä? Ich habe das Flügel-Pikmin anvisiert, weil dieses eine Flügel-Pikmin ja auch so wichtig ist. Na also, guck mal. Die Bossgegner bringen halt richtig viel, nur ich kann sie halt nicht töten meistens. Zumindest den ersten nicht. Das eine Flügel-Pikmin ist ertrunken, weil es dachte, es wäre eine gute Idee, dort einfach nach unten zu gehen. Das ist... Ich glaube, mehr muss man über diese KI nicht sagen, oder? Wir hätten gutes Silber. Was ist denn das für ein Ding? 0 von 3. Die habe ich nie mal gesehen. Oh, das bringt aber halt auch bloß 90. Ach Gott, so ein Schwabbelding ist auch dabei. Ich habe die Viecher nicht mal gesehen. Das ist das Problem. Wir machen natürlich auf jeden Fall nochmal eine Mission. Wie gesagt, Silber ist ja alles, was ich mache, weil
Vor allem in manchen Missionen, zum Beispiel das mit der Spinne. Es geht einfach nicht. Mehr als Silber geht nicht. Dafür spiele ich das zu casual, muss ich einfach sagen. Ich bin einfach nicht zu geübt in diesem Spiel. Wo gehe ich hin? Dort. Flügel zuerst? Die Flügel können halt die Brücke... Danke. Flügel können halt die Brücke... Jetzt! Ach! Danke, meine Güte. Pflückst du? Danke. So, du. Das wieder dort hoch. Dass man halt auch genau stehen muss. So, danke. Während ihr pflückt, probieren wir jetzt mal eine andere Strategie. Wir gehen mal dort runter. Das ist Schwabbelding. Ich glaube, das kann ja nichts. Und können die Dinger irgendwas? Ich hätte sie nicht werfen sollen. Ich hätte sie einfach... Oh nein. Das wird so schief gehen. Oh, Glück gehabt. Eventuell ist das ja die Strategie. Die einfach instant anzugreifen. Das könnte sogar sein. Das habe ich halt nämlich das letzte Mal gar nicht gemacht. Um die dann einfach zu benutzen, um... Reicht das? Nein, die brauchen 5 pro Stück. Verdammt. Kann ich dich töten? Geht das? Das geht dementsprechend gut. Ja. Okay. Gut. Nehm das mit. Okay, das braucht plus 3. Ja, jetzt habe ich halt noch 3 über. Ich hätte nochmal so ein anderes Vieh mitnehmen können. Egal. So, Flügelpikmin baut das. Die sind erstmal fürs Bauen zuständig. Und ihr holt euch erstmal ein bisschen Zeug. Und könnt dann die Mauer einreißen. So, jetzt habe ich erstmal Pikmin. Das funktioniert schon mal besser. Man muss einfach die Karte auch mal kennenlernen. Das ist halt immer das. Es ist halt echt immer schwierig, das auf Anhieb zu machen. Aber hey, 2 Minuten, das letzte Mal hatten wir da noch gar nichts erreicht. Jetzt sind wir wenigstens mal ein bisschen weiter. Die Brücke wird schon mal langsam gebaut. Okay, du bist fertig, sehr schön. Jetzt holen wir die Sepifloras. Ach Gott, da wollte ich ja gar nicht hin. Oh nein. Ich habe komischerweise irgendwie wieder ein Flügelpikmin. Ich kann es halt auch jetzt nicht... Es wird ertrinken. Weil dieses Spiel einfach manchmal Pikmin anzieht. Es dauert jetzt halt eine halbe Ewigkeit, aber ich brauche die Pikmin. Man hat es ja vorhin gesehen. Echt, alle sind jetzt dort rangegangen? Das schafft er nicht. So, jetzt... Okay. Halt, du kannst auch so zurückgehen. Schicken wir dich mal so hin, dass du vielleicht die Viecher pflückst. Die machen immer noch das. Wir haben hier jetzt mal einige Pikmin. Und ihr reißt jetzt, wie gesagt, die Mauer hier ein. So, na wunderbar. Guck mal. Das sind doch richtig viele Pikmin jetzt. Ihr kommt hier rüber. Und fangt an, diese Mauer einzureißen. Ist zwar nicht viel, aber wir brauchen das Dings. Und dahinter. Oh, ihr seid schon fertig. Na gut, dann baut das hier. Weil ich will mit denen jetzt gerade nicht unbedingt kämpfen. Okay, du hast jetzt eine richtig große Armee. Wow. Jetzt brauchen wir fast schon die Dinge nicht mehr. Angriff. Ja, nice. Guck mal, so funktioniert das. Schön. Man muss nur die richtige Reihenfolge finden. Das hier sehe ich auch mehr, muss ich sagen. Das verstehe ich auch mehr, definitiv. Ich wollte schon sagen... Nee, er hat eins gefressen, ne? War das Bronze oder war das Silber, was ich gerade bekommen habe? So, mit ein paar Pikmin kann ich hier auch mal richtig drauf gehen. Ja, wunderbar. Und Angriff. Ah, es sollten... Okay, es hat's gefressen. Egal. Wir können uns hier nochmal ein paar blaue holen. Ich weiß gar nicht, ob das dann schon zu viele sind. Keine Ahnung. Ihr braucht 5? Wow. Fette Viecher. Weil die blauen sind echt die aktiven Kämpfer hier. Na, ihr... Was machst du dort hinten? Versteck dich nicht. Sollte das mit... Nein, nicht das mitnehmen. Das mitnehmen. Danke.
Du kannst jetzt erstmal pflücken. Ihr könnt jetzt definitiv erstmal das hier mitnehmen. Pikmin sind alle wieder da. Perfekt. Ihr könnt dann die Mauer einreißen. Dort sollte ja nichts mehr Gefährliches auf dem Weg sein. Nein, dadurch ja doch geht. Ich war gerade in Sorge. Okay. Wir brauchen die Klarei-Bomben. Das ist jetzt schon erstmal ganz wichtig. Für den Vogel. Weil der Vogel ist jetzt Prio Nummer 1. Definitiv mal. Dafür brauche ich die Flügel und die Bomben. Vielleicht müsste ich die Spinne auch mit den Bomben zerstören, aber ich weiß nicht, wie das geht. Okay, und ich habe jetzt 100 Pikmin. Mit dem blauen... Ah, komm. Wow, das Gitter ist schon zerstört. Krass. 2 Minuten noch. Nee. Ich muss die Punktkäfer töten. Das bringt mehr Punkte. Diese drei Schwabbelviecher schaffe ich jetzt nicht mehr unter Wasser. Das sollte eigentlich reichen. Perfekt. Und dann muss ich alle gleich herholen. Ich muss alle vorbereiten für den großen Kampf gegen... Das war erst Silber, oh Gott. Nein. Okay, du hast nichts gefressen. Gut. Oh Gott, ich habe keine Gelben mehr. Hilfe, Gelbe, bitte Angriff. Danke. Nehmen die Bomben mit. Perfekt. Ihr seid jetzt einfach bloß noch dafür zuständig, den Vogel zu töten. Du hast den Punktkäfer eliminiert. Das ist wunderschön. Oh, krass. Rot. Brauche ich zwar nicht unbedingt. Oh, reicht das? Die Pikmin müssen ja dann später bloß noch das Dings ablenken. Das Schweinchen. Angriff. Du bist sofort tot. Perfekt. So. Ihr geht jetzt schon mal dorthin und kämpft, weil die können euch nichts. Ihr vereint euch jetzt mit den Gelben und kämpft gegen den Vogel. Das muss reichen. Das muss reichen. Und vielleicht reicht's für Gold. Der Vogel gibt ja viel. Hi, na? Kämpfen die dann automatisch oder bleiben die bloß stehen? Ich meine, sie können ja nichts, wie gesagt, aber... So. Halt. Was tue ich denn eigentlich? Ich brauche ja bloß die 4. Brauche ja bloß die Präsente. Er kann sie ja bloß fressen. Er kann sie ja nicht irgendwie wegtöten oder sowas. Friss sie. Perfekt. Da ist Gold. Komm schon. Vogel, mach schneller. Go, go, Vogel. Oh, das wird nicht reichen. Der ist zu langsam. Ah, es braucht nochmal eine Bombe. Oh, schade. Richtig schade. Bisschen zu langsam. Dann hätte es für Gold gereicht. Wobei, das wird ultra knapp. Nee, aber es reicht, glaube ich, nicht mehr. Dann muss ich noch fressen. Yes, es hat noch gereicht. Ja, nice. Jetzt haben insgesamt noch 3 von diesen Schwabbeldingern gefehlt. Die größte Frage wäre, ob man die sich noch holt. Das wäre auch einfach nochmal ein Dings. Es ist der 2. Versuch, nicht wahr? Können wir nochmal machen. Es ist einfach nur die Spinne. Ich habe die Spinne beim 1. Mal gehasst, ich hasse sie jetzt auch. Ohne Steine will ich die einfach gar nicht bekämpfen. machen wir nochmal. Wie gesagt, ist der 3. Versuch. Beim 1. Mal hatte ich echt keinen Bock mehr. Jetzt läuft es, muss ich sagen. Jetzt könnte ich sogar Platin erreichen. Es wäre eine Möglichkeit. Ich töte einfach zuerst das Schwabbelvieh dort unten. Ich dachte nicht, dass die Kamuflunder so wenig aushält. Das ist halt das. Weil beim 1. Mal habe ich ja einfach überhaupt nichts nach Hause gebracht. Und so kann ich dann gleich die ganzen anderen Viecher nach Hause bringen. Ist halt das. Es lief also gar nicht so schlecht. So, sobald du fertig bist, du hast alle ausgebuddelt. Perfekt. Die Gelben und die Dings braucht man auch gar nicht so sehr. Es ist echt, die Blauen sind hier wichtig. Na gut, das ist jetzt diesmal Alf. Dieses Spiel mit seinen Mechaniken, ne? Manchmal macht es mich echt nur traurig. Dass es einfach nicht funktioniert. So, Nahkamuflunder. Das letzte Mal habe ich dich auch easy mit 9 Pikmin gekillt. Es funktioniert diesmal wieder. Perfekt.
Ihr alle nehmt jetzt das mit. Geht das? Kriegt ihr das hin? Können so viele das tragen? Nee. Egal. Wir haben jetzt da keine Zeit verschwendet und können die dann gleich mitnehmen. Das ist es halt. So, gelbe. Ihr vermehrt euch. Das ist ein Ziel, das ist schön. So. Du baust die Brücke, genau. Ich habe mit den Flügeln fühle ich mich immer so ein bisschen unnütz, aber es... Ich habe die jetzt echt nicht... Wieso habe ich ihn denn nicht so weit... Nein, pflück doch weiter. Die sammeln. Er holt noch Pikmin. Wow, das gab ja richtig viele Pikmin. Krass. Es braucht jetzt halt eine halbe Ewigkeit, bis der mal fertig ist. Dann können wir das Tor hier wieder öffnen. Okay. Die fliegen noch. Du pflückst noch. Okay, das war's. Perfekt. Wir töten die drei Dinge dort unten. Dann haben wir fast eine volle Gruppe von Blauen. Die sollten jetzt auch gar kein Problem sein. Also letztes Mal haben wir die mit 9 gekillt. Jetzt mal killen wir sie mit 29 oder sowas. Nein! Nicht das mitnehmen! Ich wollte das andere anvisieren. Da, das, da. Hä? Nein! Nicht das anvisieren! Das anvisieren! Mann! Pikmin, bitte Angriff. Danke. Oh, jetzt habe ich so viele wieder verloren. Wir können trotzdem noch die hier mitnehmen. Oh, wie dumm. Es sollte besser gewesen sein, aber es hat trotzdem wieder Zeit gekostet. So. Hier wieder alle dort nach oben. Ist es sinnvoll, mit denen die Brücke zu bauen? Eventuell. Die haben im Moment eh noch nichts zu tun. Die Bomben brauchen sie auch erst später. Ich muss aber erstmal hier mit denen aufräumen. So, die bauen das jetzt. Wir machen das kaputt. Mit dem Blauen. Mit dem Blauen muss ich zuerst die Mitte aufräumen, dass die sicher ist. Das ist es halt. So viel habe ich jetzt gar nicht dazu bekommen bei den CP-Floras. Das ist das Problem. So, ihr seid so gut wie fertig. Ihr auch. So, ihr seid jetzt aber eine kampfkräftige Gruppe. Aber gar nicht mal so viel wie davor, nicht wahr? Okay, das war perfekt abgetimt, muss ich sagen. Ah, es reicht einfach nicht. Es sind 5 Pikmin zu wenig oder so. Nein. Ja. Nee. Das wird kein Platin. Das wird definitiv kein Platin. Ah, schade. Wo sind die Pikmin überhaupt? Dort hinten? Natürlich, weil ein Schneeball die dort nach hinten wirft. Och, Mann. Ah, wie dumm. Da, holt den, solange der ungeschützt ist. So, und jetzt direkt Angriff. Und eins von den Dingern wirft halt alle Pikmin weg. Und schon wieder. Da, ich hau einfach auch mit drauf. Geht das dann? So, nehmt ihr bitte alle mit. Wir bauen jetzt nämlich erstmal die gelben. Haben wir jetzt da noch Pikmin liegen? Nee, okay. Wie ein Schneeball einfach alle weggefegt hat. Die gelben, die müssen jetzt aber einen ganz speziellen Weg gehen. Den Weg muss ich tatsächlich sogar selber abgehen. Weil ansonsten laufen die einfach durch und sterben an den Dingern. Das ist das Problem dran. Das wird diesmal wieder kein Platin, das weiß ich. Da wird es zu viel schief gegangen. Ich meine, ich habe den ganzen Teich dort unten jetzt fertig. Die Flügelpikmin müssen noch das hier holen. Angriff dort drauf, das ist ja ganz wichtig. Nehmt alle das hier mit. Ihr seid eh bloß 9 Stück. Ich muss jetzt aber theoretisch mit den Blauen nichts mehr nach Hause bringen. Die Blauen sind jetzt eigentlich genügend. Eigentlich muss ich gar nichts mehr nach Hause bringen. Das Dings war's schon. Ich habe jetzt auch 52 Blaue. Das reicht locker für jedes Vieh. Den zweiten Punktkäfer erledige ich nämlich mit dem Rot, was ich jetzt hier bekomme. Ah, das bekomme ich aus dem Ei raus, deswegen. Okay, ich dachte gerade so, also mit dem Rot. Und weil ich da gerade nicht rauskomme, weil es ziemlich dämlich gemacht ist, da. Oh, bitte. Oh, die dürfen da jetzt nicht so ran. Oh Gott, nein. Wenn die da jetzt so dämlich rangehen,
Sollte grundlegend nicht schlimm sein, aber ich habe trotzdem Angst. Wenn die da jetzt nämlich gegen das Vieh laufen, dann kann es ganz, ganz schlimm enden. Du meldest Ankunft, das ist gut. Der rennt halt irgendwo sonst wohin. So, ihr nehmt die Bomben mit. Mehr brauche ich hier schon nicht. Ich brauche eigentlich gar nicht so viele gelbe. Fällt mir gerade eben auf. Halt für die Dings. Um die Dings zu zerstören, die, so. Angriff. 2 Minuten noch, aber wir haben ansonsten alles erledigt, nicht wahr? Ach, die 2 Viecher. 3 sogar. Die reichen noch bis dorthin. Meine Pikmin sind jetzt schnell und aggressiv. Und so hat man seine Pikmin gerne. Vor allem, wenn sie daneben werfen. Meine Güte. Da. Du wirst den morgigen Tag nicht mehr erleben. So, ihr stellt euch dort rein. Die können ja wieder nichts. Du gehst schon mal dorthin. Ich hoffe mal, die sind dann abgelenkt. Und du machst grundlegend schon mal das Tor auf. Das ist der einzige Grund, wofür ich Flügel brauche. Mehr nicht. Und das sind die letzten Viecher. Es wird so unendlich knapp. Angriff. Ja. Angriff. Ja. Ich hätte bloß die Dings mitnehmen sollen. Oh, shit. Noch 1 Minute. Reicht die Minute? Hat es das letzte Mal gereicht? Komm schon. Mehr brauche ich ja nicht. Na, was? Nein! Nein! Wieso frisst du jetzt Britt noch? Spiel! Genau, weil die jetzt auch Brittany frisst. Oh Mann, jetzt reicht's natürlich nicht mehr. Oh, wie ärgerlich. Das ist... Das Spiel hasst mich einfach. Das Spiel will nicht, dass ich gewinne. Weil er auch einfach Brittany frisst, ne? Weil es einfach tut. Es reicht trotzdem. Es reicht trotzdem. Es ist keine schöne Zeit, aber es reicht. Habe ich noch irgendwo ein Vieh vergessen? Das kommt mir so vor. Die Punkte sind doch so viel. Es reicht. Trotz diesem Mega-Fail wieder hat's gereicht. Oh, ich glaube es nicht, dass sowas immer wieder passiert. Aber Platin. Nach dem 3. Versuch jetzt Platin. Also, okay. Es funktioniert. Man kann das hier schaffen. Ich kann nur das 1. Level nicht schaffen. Auf das 1. Level habe ich auch gar keinen Bock. Das ist... Nee, ich werde mir da nicht Gold holen. Ich werde diese Spinne nicht besiegen, nee, weil ich habe überhaupt keine Lust darauf. Das ist einfach das. Ich weiß auch nicht genau, wie ich es machen soll. Das ist das Problem dran. Deswegen, ich bin zufrieden mit Platin hier. Ist sehr schön gelaufen. Am Ende hat das Spiel nochmal versucht, mich zu trollen. Hat aber nicht funktioniert. Und, jo, dann können wir weitermachen mit der nächsten Mission.